Ja, herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe D&I über Mittag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Fokusthema inklusive Kommunikation. Es freut mich, dass so viele mit dabei sind. Herzlich willkommen. Die, die schon mehrmals dabei waren, wissen, Sie können während des Webinars Fragen stellen. Benutzen Sie dafür bitte den Q&A-Button. Und wie immer wird das Webinar auch aufgezeichnet. Sie bekommen nachher einen Link zugeschickt, noch mit ein paar hilfreichen weiteren Informationen. So, dann wollen wir starten. Also, wie können Sie inklusive Kommunikation in Ihrem Unternehmen fördern? Sie kennen sicher auch all diese Aussagen, die immer wieder kommen, beziehungsweise wo Sie sich selber vielleicht schon genauso verhalten haben wie der deutschen Abgeordneten Dorothea Beer, die vor kurzem mal gesagt hat, ich finde das alles total gaga, das mit dem Binnen-I und auch das Gender-Sternchen oder eben Aussagen wie, jetzt muss ich einen elendslangen Sprachleitfaden zuerst durchlesen, um dann ein Stelleninserat zu erstellen, das kann es ja nicht sein. Die gendergerechte Sprache macht alles nur kompliziert. Und wenn ich doch Kollegen sage, dann sind doch die Frauen mitgemeint. Was brauchen die wirklich immer extra Einladung, die Frauen? Warum beschäftigen wir uns dann mit dem Thema inklusive Kommunikation? Warum ist das so wichtig? Sprache konstruiert Wirklichkeit, wie Wittgenstein schon in den 50er Jahren gesagt hat. So wie wir reden, denken wir letztendlich auch und wir reproduzieren in unserer täglichen Kommunikation dann genau diese Wirklichkeiten wieder. Ich möchte Ihnen dazu ein kleines Beispiel aus meinem Studienalltag bringen. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren eine Gruppe Studierender im fünften Semester, die mussten ein Personalentwicklungskonzept machen für ein großes internationales Unternehmen und dann ihre Präsentationen vortragen. Das war zentral gesteuert, ich bin da reingekommen in die Übungsgruppe, also konnte nicht sagen, was meine Anforderungen an Präsentationen sind. Die Präsentationen waren super inhaltlich, gestalterisch, aber alles nur in der männlichen Form. Ich habe dann nach allen Präsentationen die Studierenden gebeten, sie sollen doch die Augen bitte schließen und sich die Personen vorstellen, für die sie das Personalentwicklungskonzept gemacht haben. Und es mögen diejenigen, die an eine Frau denken, die Hand heben. Der Raum war voll mit 45 Studierenden. Es ging keine einzige Hand nach oben. Also das war so ein schön sichtbarer Beweis dafür, dass wie wir reden, so denken wir am Schluss auch. Und wenn wir eben nur in der männlichen Form reden, denken wir nicht an die Managerinnen. Die Sprache der Wirtschaft, der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens ist eine sehr männlich geprägte Sprache. Wir haben auch sehr viele Metaphern, zum Beispiel aus dem Sportbereich oder aus dem militärischen Bereich. Und ich möchte mit Ihnen da mal kurz die Probe aufs Exempel machen. Stellen Sie sich den Verkäufer an der Front vor. Das ist eine Metapher, die wir viel verwenden im Alltag. Und kommt dann so ein Bild bei Ihnen in die Gedanken? Oder denken Sie stärker an so ein Bild? Ich würde jetzt mal meinen, dass viele von uns wahrscheinlich eher etwas Ähnliches wie das erste Bild im Kopf gehabt haben. Letzte Woche wurden wir aufgefordert, für all die Helden im Gesundheitswesen zu applaudieren. Ich habe immer mehrere Aufforderungen bekommen, wir sollen für die Helden im Gesundheitswesen klatschen. Ich fand die Aufforderung wirklich super gut, dass wir das machen, bin dann aber über folgende Statistik gestolpert und das hat mich bewogen, dann zu sagen, vergessen wir doch bitte die Heldinnen nicht, die sich hier so stark engagieren, denn im Moment, gerade in diesen Branchen, das sind sehr frauendominierte Branchen, seien das die Krankenhäuser, Sozialversicherungen, Einzelhandel oder auch die Kindergärten, wo überdurchschnittlich viele Frauen engagiert sind. Also auch hier habe ich dann punktuell zurückgeschrieben, vergessen wir die Heldinnen nicht, die sich derzeit engagieren, neben all den Helden selbstverständlich. Wir haben auch so spezielle Ausdrücke in der Sprache, in der deutschen Sprache, wo wir kein Pendant dazu haben. Zum Beispiel für den Begriff der Rabenmutter ist mir zumindest kein
Pendant bekannt, den Rabenvater, kenne ich nicht. Doppelverdienerin hatte früher vor allem signalisiert, dass eine Frau auch erwerbstätig ist und Einkommen generiert in einer Zeit, wo das noch viel unüblicher war als heute. Heute sprechen wir dann oft eben von der Zuverdienerin. Das signalisiert aber auch ganz klar, dass die Frau nicht die Haupternährerin ist, wie das vielleicht hier bei der neuseeländischen Ministerpräsidentin der Fall ist. Sie ist ganz offensichtlich die Ernährerin der Familie, hier mit ihrem Kind und ihrem Mann an einer UNO-Versammlung. Inklusive Kommunikation greift aber weiter als gendergerechte Sprache. Also es geht nicht nur um gendergerechte Sprache, sondern auch darum, wie adressieren wir zum Beispiel unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Ethnien, Menschen mit und ohne Einschränkungen oder Beeinträchtigungen etc. Es dauert gleich lang, ob Sie sagen ältere Mitarbeitende. Je nach Firma ist das unterschiedlich geframed. Einmal heißt es 45 plus, einmal 50 plus und einmal 55 plus. Oder ob wir sagen erfahrene Personen. Ich persönlich fühle mich besser angesprochen als erfahrene Person, also als ältere Mitarbeiterin. Oder auch die Frage, bei uns hat sich zum Beispiel der Begriff der Flüchtlinge eingebürgert. Die Ing-Endung ist aber traditionellerweise eine Verkleinerungsform, ein Stück weit auch eine Verniedlichungsform. Also wir verwenden es zum Beispiel nicht mehr bei den Lehrlingen. Wir reden nicht mehr von Lehrlingen, sondern Auszubildenden eben genau aus dieser Überlegung heraus. Und entsprechend kann man sich je nach Kontext auch überlegen, was ist die bessere Formulierung dazu? Reden wir von zum Beispiel von Geflüchteten oder Menschen mit Fluchterfahrung oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylsuchende, also eben je nachdem, was dann wirklich der konkrete Kontext ist, wird die Sprache auch präziser mit den Begrifflichkeiten, die wir verwenden. Oder eben auch das Beispiel, wir sagen sehr schnell im Alltag Behinderte und jeder und jede von uns hat dann ein Bild im Kopf, was diese Behinderung ist. Je nach Kontext kann es sein, dass wir sagen Menschen mit Beeinträchtigungen. Es kann aber auch durchaus sehr passend sein, von other-abled oder diverse-abled Personen zu sprechen oder einfach von Personen mit anderen Fähigkeiten. Mein Kollege Nils Jent sagt zum Beispiel immer, das heißt nicht Disability, er streicht es dann jeweils auch durch, sondern diverse abilities, die die Menschen mitbringen. Also auch hier, je nach Kontext ist der eine oder andere Begriff passender. Sprache schafft also Wirklichkeit und so wie wir reden, denken wir. Das wäre so mein erstes Key Takeaway, das Sie bitte gerne mitnehmen können. Auch stellt sich immer die Frage, was ist in einer Sprache einfach auszudrücken? Wie viele Nuancen haben wir? Die Inuit haben zum Beispiel für das Wort Schnee ungefähr 100 verschiedene Ausdrücke und Beschreibungen. Selbst wir in den Alpenländern, die wir mit Schnee groß geworden sind, haben nicht so viele Variationen, um Schnee zu beschreiben und auszudrücken. Oder eben, wenn Sie jetzt in den letzten Tagen vielfach Zoom benutzt haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, in der englischen Version steht Participants und in der deutschen Version steht Teilnehmer, also einfach die männliche Form. Das ist auch so eine Kleinigkeit, wo Sie sehen, ja, in der englischen Sprache ist das einfacher auszudrücken als im Deutschen. Wir kommen auf Möglichkeiten, wie Sie das besser machen können, dann gleich noch zu sprechen. Gut, jetzt haben wir kurz hingeschaut, warum macht es Sinn, dass wir uns mit einer inklusiven Sprache auseinandersetzen. Jetzt möchte ich dann im Folgenden eine kurze Definition geben, was wir darunter verstehen. Und vor allem, was bedeutet das im Unternehmensalltag? Wie können Sie das konkret umsetzen? Ein paar Vorschläge. Also, was verstehen wir unter inklusiver Kommunikation? Bei Diversity steht ja vor allem die Wertschätzung der Verschiedenheit im Vordergrund. Bei Inklusion sehr stark auch das Zugehörigkeitsgefühl. Also, wir halten uns hier an die Definition von Lynn Shore und ihren Kolleginnen und Kollegen, die bei Inklusion sehr stark auch die Zugehörigkeit im Vordergrund stellen. Und das ist auf die Sprache übertragen. Wenn Sie also Ihre Kollegen
ansprechen mit liebe Kollegen, sofern es tatsächlich nur Männer sind, ist das völlig okay, dann ist es auch sehr präzise. Wenn Sie aber Kollegen und Kolleginnen haben, dann sind in dieser Formulierung Frauen nicht automatisch mit gemeint. Jetzt, was Sie machen können, ist im Sinn von Integration zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit haben Sie mal zumindest Männer und Frauen angesprochen. Nun kann es durchaus auch Menschen geben, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau zuordnen würden. Die würden bei so einer Formulierung dann durchfallen. Und hier wäre im Sinn von Inklusion dann die Möglichkeit zu sagen, liebe KollegInnen, zum Beispiel mit dem Gender-Sternchen. Gesprochen machen Sie hier eine kleine, ganz minime Pause, liebe KollegInnen. Also es ist eine Möglichkeit, ich komme dann zu verschiedenen anderen Möglichkeiten gleich noch zu sprechen. Sprache ist ein sehr vielschichtiges Instrument zur Kommunikation eben von Inklusion. Also bei inklusiver Kommunikation geht es auch sehr stark darum, dass wir nicht sexistisch, rassistisch oder diskriminierend sprechen. Sehr häufig auch unbewusst. Dass wir nicht herablassende Beschreibungen verwenden oder Wörter verwenden oder sehr stereotype Begrifflichkeiten verwenden. Und eben Sprache ist nie neutral. Sie ist immer in einen Kontext eingebunden, hängt von der Persönlichkeit ab und auch in welcher Situation Sie was sagen. Also ich als Österreicherin kann beispielsweise sehr gut Witze über Österreicher und Österreicherinnen machen. Das ist okay. Ja? Ich bin Teil dieser Gruppe. Bei anderen und je nach Kontext ist es dann vielleicht nicht so passend. Also da gibt es in dem Fall auch nicht eine sture Regel. Da muss man immer sehr genau hinschauen, was ist der Kontext, in welcher Rolle bin ich unterwegs und wo sind dann allenfalls Grenzen. Gut, machen Sie Inklusion sichtbar. Das hat verschiedene Vorteile und verschiedene Nutzen für Sie als Unternehmen und das läuft eben sehr viel über die Kommunikation, die mündliche und die schriftliche Kommunikation. Über eine inklusive Kommunikation können Sie zum Beispiel Kundinnen besser erreichen. Oder Sie können den Talentpool vergrößern, weil Sie mit unterschiedlichen Bildern und Ansprachen arbeiten. Und es kann auch dazu führen, dass die Zufriedenheit und das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden, die Sie bereits im Unternehmen haben, erhöht wird. Schauen wir mal rein, was könnte das im konkreten Unternehmensalltag bedeuten? Als erstes ist es wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass man nicht kommunizieren kann, wie Paul Watzlawick das so schön formuliert hat. Also selbst wenn ich gar nichts sage, nur schon, ob ich die Augenbraue hochziehe oder die Augen verdrehe, habe ich ganz, ganz viel gesagt. Oder ob ich etwas kommentarlos stehen lasse, eine Aussage. Also wir können nicht kommunizieren. Es ist nicht immer nur schriftlich oder mündlich, es geht auch über Körpersprache und so weiter. Der berühmte erste Eindruck, der zählt. Schauen Sie mal auf diese verschiedenen Beispiele, die ich Ihnen jetzt zeige. Wer wird hier jeweils konkret angesprochen? Das ist von einer Karriere-Website. Sie sehen zwei junge Menschen. Also offensichtlich will man jüngere Bewerbende hier ansprechen. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass der junge Mann der jungen Frau etwas erklärt. Also es wird doch sowas auch wie eine kleine Hierarchie hier hergestellt. Er weiß offensichtlich, wie es geht. Er ist mit den neuen Technologien vertraut und erklärt ihr etwas. Das sind so ganz feine Messages, die in Bildern rüberkommen, dessen Sie sich vielleicht nicht so bewusst sind. Auf einer anderen Karriere-Website haben wir dieses Bild gefunden. Hier ist es mal grundsätzlich vielfältiger. Also es werden nicht nur junge Leute angesprochen, offensichtlich, man sieht, es sind unterschiedliche Altersgruppen. Zwei der Personen sitzen in einem Rollstuhl. Offensichtlich erklärt die Person im Rollstuhl gerade etwas. Alles in weiß, das ist das, was gemeinsam ist, sicher. Also hier würde ich sagen, ist die Ansprache schon mal breiter. Heißt nicht, dass das erste grundsätzlich falsch war,
aber sie haben einen sehr engen Ausschnitt an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, die sie da angesprochen haben. Oder folgendes Inserat haben wir auch noch gesehen. Hier ist ganz klar, es geht um einen Kundenberater einer Bank. Hinten, also vom Bild her, ist der Mann im mittleren Alter im Zentrum. Also hier wird ganz offensichtlich, werden Bewerber, Bewerberinnen, vor allem Bewerber, würde ich sagen, hier angesprochen, eben mittleren Alters. Und auch ganz klar nicht die Frau steht im Mittelpunkt, der Mann steht hier im Mittelpunkt. Also, das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sich überlegen, welche Personen wollen Sie ansprechen. Weil je nachdem, welche Personen Sie bildlich darstellen, die sprechen Sie dann mehr oder weniger klar an und die restlichen schließen Sie bewusst oder unbewusst aus. Das gilt für Bild wie für die Sprache selber auch. Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen folgendes E-Mail bekommen. Hier steht im Verteiler alle Mitarbeiter und dann geschätzte Mitarbeiter, die üblichen Maßnahmen, die beschlossen worden sind, eben die Anweisungen, die vom Bundesrat kommen, dass Sie die Kunden-Meetings aber bitte per Telefon und Zoom abhalten sollen, dass der Vorgesetzte, offensichtlich auch alles Männer, Sie informieren wird, und dass Sie doch Rücksicht nehmen wollen auf die Gesundheit Ihrer Kollegen im Büro und bei Bedarf sich an den Vertrauensarzt wenden. Das ist jetzt alles prima, wenn Sie wirklich ein Umfeld haben, wo Sie nur unter Männern arbeiten und nur mit Männern zusammenarbeiten, dann ist es sehr präzise. Wenn Sie aber gemischtes Team haben, gemischte Belegschaft, dann schließen Sie damit die Kolleginnen, die Mitarbeiterinnen nicht unbedingt ein. Jetzt, wie können Sie das konkret in der Kommunikation umsetzen im Alltag? Eine Eselsbrücke, die immer sehr hilfreich ist, stellen Sie sich die Personen vor, für die Sie zum Beispiel das Stelleninserat oder die E-Mail verfassen. Und reflektieren Sie auch diese Bilder. Wir haben eben immer sehr schnell, haben wir so ein typisches Bild, welche neuen Mitarbeitenden wir ansprechen wollen. Und reflektieren Sie dieses Bild gut. Wie breit oder wie eng soll das sein? Ja? Also erste Eselsbrücke, wenn Sie kommunizieren. Dann, wie können Sie die Inklusion im schriftlichen Austausch erhöhen? Also wir schauen jetzt mal auf die geschriebene Sprache. Da gibt es wie zwei Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel das Geschlecht bewusst sichtbar machen. Oder Sie können in der Kommunikation eine Strategie für Neutralisierung verwenden. Hier zwei konkrete Beispiele, wie das aussieht, dann zum Beispiel in einem Stelleninserat. Sie können also bei der Sichtbarmachung entweder mit diesem sogenannten Unterstrich, mit dem Gender Gap arbeiten oder mit dem Gender Sternchen. Beides sehr gut geeignet, gerade eben für Stelleninserate. Schauen wir uns das mal an. Das ist von der Audi-Website ein Stelleninserat für Personalreferentin, hier mit Unterstrich, dann nochmal quasi nachgedoppelt männlich, weiblich, divers, mit Schwerpunkt Recruiting und so weiter. Oder hier ein zweites Inserat mit einem Gender-Sternchen vom Tibitz, wo eine stellvertretende Geschäftsführerin gesucht wird. Also so beide Schreibweisen zum Beispiel in Stelleninseraten relativ einfach umgesetzt. Die zweite Möglichkeit, wenn Sie das nicht machen wollen, ist, Sie neutralisieren. Das heißt, Sie verwenden Formulierungen wie zum Beispiel die Mitarbeitenden oder eben die Teilnehmenden oder Umschreibungen wie wer am Forum teilnimmt, soll sich am Empfang melden oder betroffene Personen. Also sozusagen Sie betonen das Geschlecht in keinster Weise. Beides sind mögliche Strategien, je nach Kontext, mal die eine, mal die andere besser anzuwenden. Jetzt schauen wir uns das konkret am Stelleninserat an. Das ist ein weiteres, das wir rausgesucht haben für dieses Webinar. Hier sehen Sie auch die Formulierung der Berater im Kundencenter, dann eben dieses männlich-weiblich nachgestellt. Vom Pensum her hier nochmal klar 100% Pensum und dann eine ziemlich lange Aufzählung mit Bullet Points.
von den Aufgaben und von den Anforderungen. Jetzt haben wir versucht, das gleiche Inserat umzuschreiben. Ein erster Versuch, das ist vielleicht noch nicht perfekt, das muss man noch feilen, aber damit Sie sehen, Sie können eigentlich das Gleiche ausdrücken, wenn Sie es so machen, mit dem Gender-Sternchen hier, die Beraterin in der Kundschaftsbetreuung, ja, also statt Kunden, Kundschaftsbetreuung. Wenn Sie jetzt noch signalisieren wollen, dass Ihnen Work-Life-Balance oder Vereinbarkeit wichtige Themen sind und Sie die Möglichkeit haben, ich weiß, das haben Sie nicht immer, können Sie auch das Pensum noch verbreitern, 40-100%. Das erhöht Ihnen auf jeden Fall den Talentpool, den Sie ansprechen. Und hier haben Sie jetzt ein Beispiel, wie Sie die Bullet-Point-Aufzählungen in Form von einem geschriebenen Text mit sehr vielen Fragen, also indem Sie direkt die zukünftigen Mitarbeitenden ansprechen, umformuliert haben. Die wesentlichen Punkte sind drinnen, ein, zwei Spezifikationen wird es vielleicht noch brauchen von fachlichen Vorkenntnissen. Das lässt sich aber genauso auch dann noch in ein oder zwei Sätzen anhängen. Also wenn wir noch einmal zurückgehen, das gleiche Inserat hier auch schon mal mit viel, viel weniger Text und viel mehr in der direkten Ansprache inklusiver versucht umzusetzen. Gut, dann, wir haben jetzt sehr viel über schriftliche Kommunikation gesprochen. Ich möchte jetzt noch einen Blick auf die verbale und auch nonverbale Kommunikation legen. Wir kommunizieren, wie gesagt, andauernd. Wir können nicht nicht kommunizieren. Und allein dieses Bild gibt uns schon einen ziemlich guten Eindruck, wie interessant und spannend dieses Meeting wohl gerade ist. Da hat noch kein Mensch irgendetwas gesagt. Also wir kommunizieren unentwegt, sei es am Telefon, eben jetzt zunehmend über Skype und Zoom und all die anderen Möglichkeiten, die wir nutzen, sei physisch auch in der Kaffeepause, mit der Körpersprache, in Team-Meetings und mit Kunden und Kundinnen. Ein Key-Takeaway, was ich hier zusammenfassend Ihnen mitgeben möchte, ist, verbale Kommunikation ist dann inklusiv, wenn Sie respektvoll, partnerschaftlich, auf Augenhöhe, vor allem wertschätzend ist. Und je nach Kontext kann das eine andere Formulierung bedeuten. Zum Abschluss noch ein paar Reflexionsfragen, die vielleicht auch über den Fokus der engeren Schreibweise hinausgehen. Noch ein paar Reflexionsfragen für Sie zum Mitnehmen. Kommuniziere ich zum Beispiel in Ich-Botschaften? Also formulieren Sie so, dass Sie sagen, ja, bei mir kommt dieser Slogan oder dieser Bericht so und so an. Anstatt quasi urteilend zu sagen, dieser Bericht ist ein völliger Blödsinn. Oder eben bemühen Sie sich um eine möglichst wertungsfreie Antworten, also so, dass Sie vielleicht auch durch Rückfragen nochmal sagen, ja, wer genau sollte jetzt zum Beispiel mit diesem Bericht oder mit dieser Formulierung angesprochen werden? Schaffen wir das so? Gibt es eine schlauere Formulierung, wie wir das machen können? Oder eine weitere Frage wäre, spreche ich alle gleich an? Also jetzt rein von der Anrede her, es gibt immer wieder diese Beispiele, Frau Professor Sander und Begleitung. Oder sagen Sie Frau Professor Sander und Herr Professor Sander. Ja? Also es ist so die Frage, wie explizit sind Sie auch in der Ansprache und nehmen quasi die anderen Personen auch mit rein. Oder ein weiteres Beispiel, wem bringe ich wie viel Aufmerksamkeit entgegen? Wem gebe ich auch zum Beispiel in einem Meeting Raum und Zeit für Fragen stellen, für kommentieren? Wem höre ich wie zu, wie aufmerksam? Das wäre die nächste Frage. Wem gebe ich wie viel Raum? Fordere ich explizit zum Beispiel in Meetings auch diejenigen auf, die sich nicht so häufig zu Wort melden, ihre Einschätzung abzugeben? Das sind dann stärker Moderationsfragen, aber auch sehr, sehr wichtig. Was ganz wichtig ist, was ich auch im Zuge meiner verschiedenen Weiterbildungen gelernt habe, ist, Pausen zu machen, um Fragen zuzulassen. Wir neigen dazu, dass wir die Stille nicht aushalten. Also wenn wir eine Frage stellen, dann auch wirklich Zeit zu geben, um Antworten zu geben. Das ist nicht leicht. So 30 Sekunden sind dann verdammt lange, wenn Sie Stille aushalten müssen,
aber es kommen dann auch die Fragen. Und zum Schluss frage ich nach. Also auch in dem Sinn, ich bin vielleicht unsicher, habe ich das richtig verstanden, dort nochmal nachzufragen. Auch das ist sehr inkludierend und wertschätzend im Sinn von, ich fasse zusammen, ich frage nach, habe ich dich richtig verstanden, meinst du das so oder so? Also das sind auch Reflexionsfragen, die über die quasi geschriebene und gesprochene Sprache im engeren Sinn hinausgehen. Das wär's im Moment von meiner Seite. Für mich ist es wichtig, dass Sie sich überlegen, welche Wirklichkeit wollen Sie schaffen über die Kommunikation, eben mit dem Wissen, Kommunikation generiert Wirklichkeit, auch indem wir so reden, wie wir weiterreden, reproduzieren wir eine bestehende Realität weiter. Und ich möchte jetzt aufmachen für Fragen. Ich möchte dazu meine Kollegin Nicole Niedermann bitten, dass sie sich dazu schaltet, wenn das klappt. Hallo. Hallo Nicole, herzlich willkommen. Hi Gudrun, danke fürs Zuschalten. Ja, ich stelle mich, glaube ich, kurz vor und gebe damit eben auch noch den Teilnehmenden Zeit, jetzt die Fragen, die sich ergeben haben, im Chat einzugeben. Wir haben schon ein paar Fragen, aber noch ein paar Worte zu mir. Ich habe gemeinsam mit dir und Nora Keller dieses Webinar entwickelt, bin aber nebenbei am CCDI eigentlich hauptsächlich mit der Beratung von Firmen im Bereich Diversity and Inclusion zuständig und auch da in der Leitung von verschiedenen sehr spannenden Projekten. Genau. Aber eben, ich finde dieses Thema enorm wichtig und es freut mich, dass wir das jetzt mal so teilen konnten mit sehr vielen Teilnehmenden und möchte jetzt an dich die erste Frage richten, Gudrun. Mhm. Und zwar heißt es eben, du sprichst vom Gender-Sternchen und vom Gender-Gap. Und die Frage ist hier, welche Schreibweise würdest du denn empfehlen? Gibt es da im Moment die eine oder andere, die bevorzugt wird oder die du sagst, die ist im Moment stärker ja, im Gebrauch? Also das ist auch sehr Frage der persönlichen Präferenz. Ich persönlich verwende jetzt lieber das Sternchen, das Gender-Sternchen als den Unterstrich. Ja, ist aber wirklich sehr persönlich. Also das ist sehr austauschbar, sehr äquivalent. Was ich nicht machen würde, ist wechseln. Also in einem Text einmal den Unterstrich und einmal das Sternchen verwenden. Das ist dann meiner Meinung nach zu viel des Guten. Also sich für eins entscheiden und das dann durchziehen. Gut, ich sehe gerade, das führt zu weiteren Fragen und ich lese dir das jetzt auch vor. Wie stehst du dazu, dass man ab und zu einfach auch nur die weibliche Form verwendet oder nur und Männer einfach mit meint? Das ist eine spannende Frage und wie gesagt, hängt sehr stark am Kontext. Also in einer Gruppe, wo man stark sensibilisieren will, sei das im Rahmen vom Unconscious Bias Training oder zum Beispiel mit Studierenden, um sie das mal erleben zu lassen, quasi nur in der weiblichen Form zu formulieren und dann darüber zu reflektieren, was macht das mit den Männern, fühlen die sich tatsächlich eingeschlossen in diesen Formulierungen und so weiter, kann großen Effekt haben. Das passt sicher nicht, würde ich jetzt nicht machen in der öffentlichen Kommunikation. Also beim Stelleninserat oder so würde ich das nicht machen. Aber in so einem Trainings-, Workshop-, Reflexionssetting kann das sehr hilfreich sein. Übrigens auch die andere Möglichkeit, was ich häufig verwende, dass ich Geschlecht und übliche Funktionen vertausche. Also dann zum Beispiel in einer Fallstudie schreibe, die Finanzchefin und der HR-Chef, ja, wenn tendenziell mehr Frauen vielleicht HR-Chefinnen sind, aber weniger häufig Finanzchefinnen, dass man sozusagen die Rollen tauscht. Das kann auch durchaus einen Sensibilisierungseffekt haben. Da kam noch eine
ein spannender Input. Wir haben Gender Stern und eben Gender Gap erwähnt. Die Idee ist hier auch noch Doppelpunkt zu verwenden anstelle des Stern oder des Gap, weil da ist die Idee, dass das den Lesefluss weniger beeinträchtigt. Hast du das schon im Einsatz gesehen? Ich habe das ganz selten schon gesehen und finde das durchaus auch eine Variante, diese Varianten mit Unterstrich, Stern, Doppelpunkt, die sind relativ äquivalent zu verwenden. Okay, super. Ein weiterer Input ist, was halten Sie im mündlichen oder schriftlichen Sprachgebrauch die Bezeichnungen im Wechsel, die gezielt Geschlechterstereotype brechen oder bewusst auch mal nicht? Zum Beispiel Automechanikerinnen und Kinderbetreuer. Also das ist eigentlich das, was du erwähnt hast. Und dann geht der Input noch weiter. Und die Frage hier bei älteren Mitarbeitenden, und gibt es eine Form, die auch diverse mit einschließt? Das ist schon eine gute Frage, weil ja wir oft jetzt in dieser Diskussion dann auf das Thema Gender uns oft reduzieren. Hast du da noch einen Input? Also vielleicht nochmal zum Ersten, das Abwechseln eben von untypischen Rollen finde ich wirklich sehr hilfreich und kann je nach Setting sehr wirkungsvoll sein, weil man dann eben zum Beispiel gerade junge Männer ansprechen will für Betreuungsberufe, ja, oder eben junge Frauen für typische Männerberufe. Also das finde ich nochmal wirklich sehr, sehr sinnvoll. Der zweite Teil der Frage ging ja stärker in Richtung, ging stärker in Richtung Geschlechterdiversität oder Diversität allgemein? Also, dass ich zum Beispiel auch bestimmte, dass ich nicht altersgruppenspezifisch zum Beispiel implizit einteile, sondern lebensphasenspezifisch. Also ich kann ja, ich sage jetzt mal, Young, Free and Single Menschen ansprechen wollen oder ich kann die Menschen ansprechen wollen, die in den Rush Hours of Life sind. Die können älter oder jünger sein. Oder ein Mann, der vielleicht in einer zweiten Beziehung lebt und nochmal junge Kinder hat, der ist dann auch in den Rush Hours of Life, ist aber vielleicht schon 55. Also Alter und Lebensphase sind hier ja nicht immer ganz deckungsgleich. Also das war nochmal eine Rückfrage. Ging es um diese Perspektive oder wirklich sehr stark um Gender-Diversität? Also eben auch die... So wie ich die Frage verstehe, geht es wirklich um die Gender-Diversität. Gender-Diversität, genau. Genau. Okay. Also jetzt haben wir ja gesprochen über eben die Schreibweise mit dem Sternchen, mit dem Unterstrich und so weiter, wo Sie ganz klar mittlerweile signalisieren, Sie sind sich dessen bewusst, dass es Menschen gibt, die sich nicht eindeutig Mann oder Frau zuordnen, dass das Spektrum hier fließend ist, fluider ist. Und in der gesprochenen Sprache, wie gesagt, sie symbolisieren das durch einen ganz kurzen Unterbruch. Kundinnen, MitarbeiterInnen, ja, in der gesprochenen Sprache. Das braucht etwas Übung, das ist aber das Gleiche, wie wir vielleicht vor 20 Jahren noch völlig eindeutig nur in der männlichen Form gesprochen haben. Und dann hat es auch ein bisschen Übung gebraucht, zu sagen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder liebe Teilnehmende. Und so gewisse Formulierungen haben sich heute wirklich, denke ich, sehr durchgesetzt und sind sehr üblich. Ja, und diesbezüglich, du hast es ja eingangs erwähnt, es gibt viele, die auch ein bisschen heikel reagieren jetzt auf diese sogenannte Political Correctness. Die Frage ist, wie reagieren Sie auf Kritik auf inklusive Sprache? Wie kann auf diese einfach, deeskalierend und lustig reagiert werden? Also eben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist vorher schon gefallen, oder? Man kann dann vielleicht in einer Sitzung, wenn diese Kritik kommt, wenn man entsprechende Position hat, umschalten und dann plötzlich nur noch in der weiblichen Form reden. Sagen, ja, dann spielt es ja keine Rolle, dann sprechen wir jetzt weiterhin in der weiblichen Form und dann mal schauen, was das für Reaktionen auslöst.
Das ist etwas provokant, zugegebenermaßen. Mir ist es auch immer wichtig, oder meine Message ist immer, eben, wir lernen da was Neues, gehen Sie kreativ damit um, probieren Sie was aus. Es ist eben nicht in jedem Kontext als immer passend. Manchmal wird dann halt wirklich eine Schreibweise zu komplex, wenn Sie dann eben nur Adjektive vorne wegstellen und so weiter und so fort. Dann weicht man vielleicht eher mal auf eine Neutralisierungsstrategie aus, also zum Beispiel bei Präsentationen oder so. Mein Appell wäre, probieren Sie es aus, und als Rückmeldung, ich finde den Slogan wirklich sehr, sehr, also kein Slogan, sondern da stehe ich voll dahinter, Sprache konstruiert Wirklichkeit und wir denken dann einfach so, wie wir reden. Also mein Beispiel da mit den Studierenden, das war so eindrücklich, und Sie können mir glauben, wenn ich da hingegangen wäre und hätte vorne mich hingestellt und gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir inklusiv sprechen und, da hätte es viel Widerstand gegeben. Nachdem die Studierenden das erlebt haben, dass keiner und keine von ihnen an eine Frau gedacht hatte, bei diesen Konzepten hatte ich überhaupt keine Diskussionen mehr. Sie haben es dann umgesetzt, sie haben es nicht immer perfekt umgesetzt, um das geht es auch gar nicht, aber sie haben es ausprobiert. Und auch so, was liegt mir? Also mir liegt jetzt das Sternchen zum Beispiel besser als der Unterstrich. Dann mache ich das so. Und in Präsentationen weiche ich dann auch häufig auf eine neutralisierende Formulierung aus. Also einfach experimentieren, ausprobieren, schauen, wo ist Resonanz da? Was lässt sich leichter umsetzen? Wo ist es schwieriger? Da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Aber dass man nicht, also was ich sehr veraltet finde, ist, wenn Sie heute grundsätzlich dann eine Fußnote irgendwo hinschreiben, wir schreiben jetzt alles in der männlichen Form und dann sind die Frauen auch mit gemeint. Das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Jetzt haben wir von Geschlecht gesprochen. Es kommt noch ein spannender Kommentar zum Thema, was wir angesprochen haben, ältere Mitarbeitende versus erfahrene Personen. Hier ist der Kommentar: Ist es vielleicht so, dass ältere Mitarbeitende sich nur so lange komisch anhört, wie wir älter mit negativen Stereotypen belegen? Und löst erfahrene Personen in den Köpfen nicht eventuell Ende der Fahnenstange aus? Wir erleben das versus Erfahrung. Und dann haben wir kreativ und innovativ. Also das ist ja so ein bisschen... Ja. Ordnet man ja auch Stereotyp zu. Genau. Eben, also da gibt es in dem Sinn auch nicht der richtig oder falsch, und der Einwand ist völlig berechtigt. Solange wir als Gesellschaft ein Problem mit Alter haben und keine guten Vorbilder für, sage ich mal, Altern und sehr stark Jugend und Jungsein hochhalten, hat es natürlich insgesamt dann schon einen abwertenden Ton, wenn ich von älteren Mitarbeitenden spreche. Also das ist das Gleiche, wie wenn wir in der Geschlechterdiskussion eben ist die Arbeit von Frauen und Männern gleichwertig haben. Oder? Also das ist ein ähnlicher Diskussionsstrang. Wenn wir das eine quasi abwerten, implizit und unbewusst, dann reproduzieren wir das immer wieder. Und natürlich mit Begriffen wie erfahrene Mitarbeitende transportieren sie auch wieder Bilder. Also ich kann ja auch zum Beispiel als Wiedereinsteigerin 50 sein und in dem Feld, wo ich jetzt einsteige, noch gar nicht so viel Erfahrung habe, und dann stimmt der Begriff einfach nicht. Ich glaube, es geht wirklich ums Ausprobieren, auch je nach Kontext, was dann passt. Und auch wirklich sich nicht scheuen, dass dann nicht immer alles ganz so treffsicher ist, einfach experimentieren. Nochmals zurück zum Thema oder der Dimension Gender. Ich finde das noch eine spannende Bemerkung. Wenn man über Gender Gap oder Sternchen spricht, hört sich Gap doch noch eher nach einem Makel an, während das Sternchen schon deutlich positiver konnotiert ist. Magst du da was noch dazu etwas sagen? Habe ich mir jetzt noch nie so überlegt, aber ist ein guter Hinweis, ja. Ich kann den Kommentar nachvollziehen, durchaus. Und dann habe ich jetzt noch abschließend auch eigentlich eine spannende Ergänzung zu dem, was wir erzählt haben von Frau Berger.
Sie meint, der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitz hat ein tolles, kurzes und knackiges Büchlein im Duden Verlag mit dem Titel Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Darin zeigt er auf, dass es für Gruppen der sogenannten Minderheitsgesellschaft massiv viel mehr abwertende Wörter im Deutschen gibt. Ja. Genau, als für Männer, weiße, nicht behinderte Einheimische. Mhm. Ja. Ja. Das ist so, das hat, also wir können ja das vielleicht auch noch als, als Tipp dann das im Link Nachgang aufnehmen, das, das Buch. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist tatsächlich so, da sind wir ganz stark wieder beim Thema, was ist normal oder wen sehen wir normalerweise in welchen Funktionen. Und ich meine, wenn man das historisch ansieht, dann, dann merkt man eben genau diese Minderheiten, wo und wie die Schwierigkeiten hatten, überhaupt auch in der Sprache gefasst zu werden und wahrgenommen zu werden, oder? Also das, drum eben nochmal der Appell, Sprache konstruiert Wirklichkeit, oder? Und wenn wir die Menschen mit Beeinträchtigungen wegsperren oder weggesperrt haben historisch in irgendwelche Bergregionen, wo man sie nicht sieht, oder? Dann hat sich das natürlich auch in der Sprache so reproduziert, indem das abgewertet wurde und entsprechend es auch keine guten Begrifflichkeiten dafür gab. Also drum eben ausprobieren, je nach Kontext, was sind passende neue Formulierungen. Jetzt kommen wir nochmal zurück aufs Unternehmen. Wie gehen wir da vor? Und da ist die Frage, sollen solche Diversitätsrichtlinien in der Unternehmenskultur festgelegt werden? Was empfiehlst du da? Also ich würd schon empfehlen, einen einfachen Sprachleitfaden oder sich auf ein paar zentrale Formulierungen zu einigen. Und zwar immer dort, wo es wichtig ist, also beim Außenauftritt zum Beispiel eben auf Karriere-Websites, bei Stelleninseraten, aber auch Präsentationen und so weiter. Wie gesagt, nicht dogmatisch und nicht stur, aber wenn man dabei ist, also man muss ja auch nicht irgendwelche alten Sachen zwingend alles umschreiben, sondern wenn man dann dabei ist, etwas neu zu überarbeiten, dann überarbeitet man es auch gerade sprachlich. Oder? Also so denke ich, hält sich der Aufwand dann auch in Grenzen. Und wir haben das ja zum Beispiel auch bei Audi, wenn ich mich erinnere, gesehen. Die hatten einerseits noch Inserate, Stelleninserate am Markt, wo diese Schreibweise, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, mit dem Unterstrich noch nicht umgesetzt war. Aber bei den neuen Ausschreibungen haben sie es dann zunehmend gemacht. Also so ein paar Minimalkonsensregelungen, also ich denke auch bei uns in der Weiterbildung zum Beispiel, dass wir nicht nur von den Teilnehmern reden. Das ist so etwas Zentrales, wenn wir gleichzeitig sagen, wir wollen mehr Frauen in den Weiterbildungen haben, dann müssen wir sie explizit ansprechen. Und dann geht es einfach nicht zu sagen, liebe Teilnehmer. Ja? Und die einen setzen die schneller um, die anderen langsamer. Und wenn sie eine Broschüre überarbeiten oder was weiß ich was, dann machen sie es doch gerade. Gut. Nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu den beiden Strategien, die wir erwähnt haben, Neutralisierungs- bzw. die explizite Nennung von Geschlechtern. Da ist die Frage, was deine Erfahrung ist, was können diese beiden Strategien auslösen und eben gibt es da Unterschiede, wenn, je nach Strategie, die man anwendet? Also sie signalisieren jeweils was anderes damit, ja? Also wenn Sie jetzt völlig konsequent bei einer Neutralisierungsstrategie, Geschlecht spielt gar keine Rolle. Ja? Also Sie versuchen das quasi über Neutralisierungen, eben darum das Symbol des Radierers wegzumachen. Ja? Wenn Sie sehr bewusst nach außen signalisieren wollen, wir sind uns hier dessen sehr bewusst, wir sind zum Beispiel auch offen für Transgender-Menschen, wir sind offen für Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen, dann würden sie eher eben die Sichtbarmachungsstrategie wählen. Also es kommt sehr darauf an, was sie als Unternehmen auch nach außen in Bezug auf Inklusion für Message senden wollen. Eben, da braucht es diese Reflexion zu Beginn, bevor man kommuniziert. Genau. Dann ein konkretes Beispiel und da wird noch nach deiner Meinung gefragt. Oft wird verwendet,
Ich habe einen Mitarbeitenden im Team. Was denkst du dazu und gibt es für dich da eine optimalere Formulierung? Das ist jetzt die Frage, wie gut ich meine Mitarbeitenden kenne. Ja? Also wenn ich zum Beispiel eindeutig weiß, dass sie sich als Frauen oder Männer identifizieren, dann würde ich jetzt nicht sagen, mein Mitarbeitender oder meine Mitarbeitende, sondern würde ich sagen, meine Mitarbeiterin und mein Mitarbeiter. Ja? Wenn ich nicht sicher sein kann, wenn ich es nicht so genau weiß, und das gibt es durchaus immer häufiger, dann, je nachdem, kann diese Neutralisierungsformulierung durchaus gut sein. Ja. Also es ist eine Frage, wie gut kenne ich die Menschen? Ja. Nicole, ich kriege ein Zeichen für eine letzte Frage, wenn du noch was hast. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut und hoffe, dass wir jetzt, ich glaube, also von meiner Seite, dass wir wirklich alle Fragen auch adressieren konnten. Deswegen auch von meiner Seite übergebe ich gerne zurück an dich für den Abschluss. Super. Vielen Dank, Nicole, für die Moderation mit den Fragen. Wir sehen, das funktioniert auch wunderbar vom Homeoffice aus. Und ich wünsche Ihnen eine wirklich gute Zeit, auch wenn sie herausfordernd ist. Wir alle lernen viel Neues im Moment. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und wir uns bald wieder bei einem nächsten Webinar hier sehen werden. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag.